Ja, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Wild Infected auf meinem Kanal. Heute versuchen wir auch mal wieder dann zwei Bücher zu holen, wenn wir es schaffen. Also eins auf jeden Fall, das zweite müssen wir mal schauen, ob wir das zeitlich schaffen. Wenn, dann werden wir praktisch hier versuchen, weil die sind jetzt auch nicht so weit auseinander. Wäre vielleicht doch Versuch wert. Weitere Technologie zu sichern. Bevor wir aber uns losmachen, werden wir uns um Essen kümmern. Das heißt, ich habe nämlich jetzt hier rausgefunden, dass man auch die Kartoffeln grillen kann. Das werden wir dann auch mal machen. Und ja, wenn wir hier mal alles abernten, was wir jetzt hier haben. So. Okay. So. Dann werden wir jetzt hier auch noch schnell mal die Wassermelonen zu uns nehmen. Dann haben wir nämlich auch gleich Wasser, den Wasserhaushalt aufgefüllt. So, ja, was haben wir in der letzten Folge gemacht? In der letzten Folge haben wir da hinten schon mal einen Teil des Zauns gemacht. Und wir haben es geschafft, letztendlich auch das erste Buch zu holen. Was mich halt sehr, sehr, sehr gefreut hat. Auch wenn es gerade eine Technologie war, die ich jetzt nicht geplant oder gewollt habe. Aber wir haben immerhin das erste Buch geholt. Und das ist schon mal viel wert. Das heißt, ich bin doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Und ich muss jetzt mal gucken, wo jetzt hier der Zombie ist. Der hier gerade boxt. Hä? Bin ich jetzt blöd? Kenntnisse. Okay. Gut, dann haben wir uns einmal verletzt. Ist aber nicht so schlimm. Wie sieht denn unsere Gesundheit aus? Oh, okay. Doch ein bisschen schlimmer als gedacht. So, wir werden mal gucken. Und wir werden mal schnell die Gesundheit ein bisschen auffüllen lassen. So, okay. Ja. Schauen wir mal, ist es fertig? Ja. Kann man den Mais auch nehmen? Okay, gut. Dann haben wir auf jeden Fall für den unterwegs genug Essen. Haben wir eigentlich trinken gehabt? Wenn nicht, ist eigentlich auch nicht so schlimm, wenn wir Melonen haben. Aber ich möchte trotzdem sauberes Wasser noch mitnehmen. So, und dann würde ich mal sagen, machen wir uns auf den Weg. Und schauen mal, was uns denn so Schönes erwartet. Wir müssen jetzt auf jeden Fall nach da gehen. Also, glaube ich, einmal hier rum. So. Und dann, glaube ich, nach da, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Also über den Fluss rüber und dann sollten wir eigentlich schon in der Nähe sein. Gut, dann werden wir uns mal auf den Weg machen. Mal gucken, ob wir beide Häuser oder beide Plätze schaffen. Es kommt ja auch nachher drauf an, wie spät das denn ist. Also wir haben jetzt den Trick rausgefunden, wie wir das mit den Zombies machen. Ganz einfach. Bisschen ruhige Taktik anschieben. Gar nicht irgendwie so hastig reinlaufen.
und einfach die Zombies kommen lassen. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Einfach so ein bisschen die ruhige Taktik schieben. Hoffe nicht, dass wir jetzt hier von irgendeinem Tier gefressen werden. Gott, oh Gott. Kommen wir jetzt hier noch irgendwo rauf? Ja, hier. Das Wildschwein. Ich würde mal sagen, das haben wir erfolgreich niedergestreckt. So, schauen wir mal. Gucken wir mal, da drüben müssten wir eigentlich raufkommen können. Ansonsten einfach mal so rumgehen am Fluss. Ah, aber ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist. Da müssten wir eigentlich raufkommen. Wir müssen nur aufpassen, dass uns jetzt hier kein Tier angreift, also kein Krokodil oder so. Gott, ich und das Wasser her. Also, ich habe hier ein bisschen Angst, dass hier gleich ein Krokodil kommt und um die Ecke kommt. Wundern wird es mich nicht, bei meinem Zug. So, kommen wir hier rauf? Nö, natürlich nicht. Jetzt hier, aber so, und dann müssten wir eigentlich nur noch geradeaus durchlaufen. Oh, es donnert wieder einmal hier.
Mal gucken. Also von der Zeit her sind wir eigentlich ganz gut dabei. Gerade 10 Minuten in der Aufnahme. Mal schauen, ob wir das zeitlich schaffen, beide Base oder Abteilung da zu machen. Was war das jetzt? Ach du Scheiße. Auch noch ausgerechnet ein Bär. Wo kommt der denn jetzt her? Ah, der hat uns natürlich umgebracht. Was für ein Kack jetzt aber auch. Ja gut, ist egal. Versuchen wir dann wenigstens noch eine Base zu machen. Ist natürlich dann immer ein bisschen blöd, ne? So, wenn wir dann natürlich sterben, ausgerechnet dann, wenn es gerade am besten, am wenigsten passt. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, aber gut, ist hier. Versuchen wir es einfach gleich nochmal. Nur, dass wir uns hoffentlich dann nicht mehr so lange aufhalten. Und schwimmen gehen. Okay, jetzt ist es so warm, oder? Wie soll ich das verstehen? Okay, warte mal. Okay, gut, dann haben wir das soweit auch erledigt. Dann versuchen wir jetzt einfach nochmal loszulaufen. Mal gucken, ob wir es jetzt schaffen, eine Base wenigstens noch zu übernehmen. Und ja, dann mal schauen. Ich würde mit die beiden jetzt hier aufheben. Ich würde jetzt mal auf die hier steuern. Mal gucken, ob wir es schaffen. Die anderen zwei, die so dicht beieinander sind, die würde ich mir halt aufheben. Dass sie dann versuchen, die beide wirklich gleichzeitig zu machen. Vielleicht funktioniert es ja. So. Wir werden hier auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, zu der Base gehen hier. Oder vielleicht zu der, mal gucken. Aber ich tendiere eher eigentlich zu der hier. Oder doch zu der? Ich glaube, wir werden doch eher zu der gehen. Und die andere dann vielleicht
machen, wenn wir die andere versuchen. Mal gucken. Also wir müssen mal gucken, wie wir jetzt die nächsten Folgen das dann halt machen. Okay, das ging ja schnell. Schneller als gedacht. So, mal gucken. Oh, okay, da hat uns noch ein bisschen zugesetzt hier, der Junge. Ja, es ist ein bisschen doll. Mal schauen, was uns jetzt hier Leben bringt. Schaut dann nicht mehr ganz so gefährlich aus bei uns. So. Also auf jeden Fall haben wir erstmal den Fox erledigt. Jetzt laufen wir einfach mal. Und ja, mal gucken, was wir uns jetzt für Technologie holen. Also ich hoffe ja, dass es eine Technologie ist, die ich jetzt brauche. Zum Beispiel eine Säge. Oder halt auch diesen Webstuhl für Klamotten. Das wäre schon perfekt. Weil, wie gesagt, die erste Technologie, die wir hatten, war ja eine Technologie, wo ich jetzt eigentlich nicht mit gerechnet hatte, dass wir die kriegen. Dachte eigentlich schon daran, dass es eventuell... eine andere Technologie wird. So, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Also, wie gesagt, die beste Taktik ist halt einfach taktisches Warten. Also wortwörtlich gesagt, ne? Einfach die Zombies kommen lassen. Und nicht so wie ich jetzt am Anfang einfach nur reindonnen und reinlaufen und mal gucken, was passiert. Sondern schon gezielt warten, bis die Zombies auf einen zukommen. Und wenn es geht, dann nicht zu zweit oder zu dritt, sondern eher alleine. Gut, zu zweit geht auch noch, aber zu dritt wird schon gefährlich. So. Irgendwo da unten muss es jetzt sein. Also hier wahrscheinlich in der Richtung. Das Lager. Das Einzige, was natürlich hier ein bisschen auf den Senkel geht, ist immer die Ausdauer, ne? So, müssten aber gleich da sein. Ich glaube, ich sehe es auch schon.
Ja, dann. Bin mal gespannt. Okay, das war schon knapp. Den ersten Zombie haben wir. Wie sieht denn unser Leben? Nein! Oh, das. Oh, das war natürlich so blöd jetzt. Ah, das ist natürlich so blöd jetzt. Oh Mann. Ach, Kacke, ey. Das ist natürlich jetzt echt scheiße. Naja, nee, ich sag's mal lieber nicht. So, ah, das ist so Mäusemelken. Ist einfach nur so Mäusemelken. So, du gehst hier. Klink. So, komm. Ein Versuch noch. Ein Versuch. Bitte, bitte lasst uns das schaffen. So, wo war das jetzt? Da hinten. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Also wir sind jetzt wieder auf dem Weg dahin hin. Ne? Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass wir gestorben sind. Oh, ich hasse sowas, ne? Ich hasse sowas, wenn dann von hinten einfach so Zombies kommen und dich einfach umnieten. Und wir waren wirklich eigentlich auf einem ganz guten Weg. Vielleicht eventuell die zweite Base auch noch zu schaffen. Ein Zombie hatten wir ja schon umgenietet. Ich weiß gar nicht, wo der andere herkam. Unser Speer ist ja jetzt auch nicht mehr so ganz heil. Deswegen habe ich jetzt auch den Bogen rausgenommen. Einfach, um jetzt sicher zu gehen, dass wir wirklich auch uns vielleicht eventuell jetzt wehren können. Jetzt müssen wir natürlich erstmal auf die Ausdauer wieder warten. Okay.
Ist das abends? Gott, oh Gott. Wir müssen echt aufpassen. Es regnet, es ist abends, also ich weiß nicht, ob das was wird. Wenn wir Glück haben, schaffen wir das mit Ach und Krach. Wenn wir Pech haben, nicht. Es wird jetzt nämlich schon dunkler. Wahrscheinlich werden wir es nicht schaffen, aber gut, wir versuchen es einfach mal. Mehr wie wir sagen, können wir ja nicht. Mehr, wie wir sagen, können wir nicht. Scheiße. Okay. Das war der erste Streich. Okay, wir sind jetzt hier erstmal drin. Wenn wir Glück haben, finden wir noch das Buch. Wenn wir dann nachsterben, ist mir das egal. Hauptsache, wir finden das Buch. Okay. Warten wir mal, wo die Zombies jetzt kommen.
Da ist es. Yeah, wir haben die nächste. Nächste Technologie. So, mal gucken, wo ist der Zombie jetzt gewesen? Muss ja hier noch irgendwo rumlaufen. Lampentech. Okay. Also wir scheinen relativ Glück gehabt zu haben jetzt. Müssen wir mal schauen, ob wir es jetzt zurückschaffen. Ohne zu sterben, wenn es geht. Ein bisschen was auffüllen hier. So. Weiter geht's im Takt. Wenn wir jetzt auch sterben sollten, ist es auch nicht so schlimm. Wie gesagt, wir haben das zweite Buch. Ich werde es verkraften, aber gerade so. So, okay, pass auf. Müssen wir mal gucken. Klopfen müssen. Hier noch, ja. Ah, ich glaube, der Fuchs bringt uns jetzt um, oder? Okay, der stirbt auch schon von alleine. Auch gut. So, dann gucken wir mal. Okay, da hat er uns ein bisschen so doll rangenommen, der Fuchs. So, okay. Was sagt unser Leben? Es geht eigentlich noch, ne? Es geht eigentlich wirklich. Das füllen wir dann halt damit auf und dann passt das schon. Dann werden wir es wahrscheinlich auch noch überleben. Ja, die Folge geht dann halt heute ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. So, übrigens, wir haben ja auch nach dem ersten Buch dann
das Tutorial abgeschlossen habe. Habe ich ja ganz vergessen zu erwähnen. Herrlich. Gut. Aber ich glaube, wir sind ja sowieso gleich an der Base. Ich würde sagen, ich beende jetzt mal das Video. Ja, also 37 Minuten ist länger als geplant eigentlich. Länger als gewollt. Aber wir haben die zweite Technologie. Und darauf können wir aufbauen. Deswegen sage ich mal an dieser Stelle, dass wir uns in der nächsten Folge sehen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.